Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier. Cecil! Ja! Ich habe lange nichts mehr Kritisches berichtet, ich merke es. Es haben sich zwei, drei Leute eingeschlichen in meinen Fragen und gesagt, genau richtig die Maßnahmen. So hat China das auch geschafft, schnell darüber hinwegzukommen. Ich sage dazu hier nichts, folgt mir unbedingt auf Telegram. Auf jeden Fall, meine Freunde, gucke ich mir gleich eure Fragen an. Und ganz viele haben mir natürlich reingeschrieben, ey, Katastrophe, was soll ich machen, wie kann ich da rauskommen, wie lange wird der Wahnsinn anhalten, was mache ich? Und das Einzige, was man machen kann, was ihr machen könnt aktiv, ist im Mikrokosmos zu gucken. Das heißt, bleibe ich gesund. Auch wenn alle Medien sagen, hey, Rauchen ist gut, lebt ihr länger, Alkohol ist gut, Schokolade essen, alles gut, Fett am Bauch ist gut, neuerdings schützt vor Diabetes. Egal wie sie lügen, wichtig ist nur, wie ist es bei dir? Bleibst du gesund? Bist du einer von den 50%, die einmal Krebs bekommen im Leben? Wie ist deine finanzielle Situation? Kannst du dich abkoppeln? Scheiß mal auf alle da draußen. Wenn du es schaffst, zum Beispiel dein Business aufzubauen, dass du online Geld verdienen kannst und überall auf der Welt leben kannst, dann bist du nicht leicht greifbar, gar nicht leicht greifbar. Das ist der Weg daraus. Und das Krasse ist, man hat natürlich Angst, da sich raus zu entkoppeln, weil man sich damit nicht auskennt. So Internet verdienen, was ist das denn? Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, bau mal das Fundament von dem Haus da vorne, wird 1 Kilometer hoch, dann sage ich, wie soll ich das denn machen? Weil ich es nicht kann, nicht gelernt habe, ich habe keine Ahnung, wie man ein Fundament baut. So, aber das ist ja das Ding, man muss es einfach lernen. Und jetzt zum Beispiel online Geld zu verdienen, 100, 200, 300 Euro am Tag, ist nichts. Jeder kann das lernen. Und für mich, deswegen sage ich das seit Monaten, ist das der einzige Weg, wie man sich daraus abkoppeln kann. Und dann kann man abhauen und dann kann man immer noch gucken, ob man irgendwann zurück geht nach Deutschland oder ob man die Familie hinterherholt oder was man macht. Aber man braucht immer das Handwerkszeug erstmal. Das ist so krass, weil was da passiert, also in meinen Augen wird das noch lange weitergehen. Was denkt ihr? Geht es noch lange weiter oder nicht? Stimmt mal ab. So, jetzt kommen eure Fragen dran. Unterbewusstsein umprogrammieren, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, natürlich. Warum gibt es reiche, erfolgreiche Menschen und warum sind Leute unerfolgreich? Weil sie stärker sind oder einen höheren IQ haben oder mehr Gliedmaßen, also einen zweiten Kopf oder so. Ich meine, in der Tierwelt, wenn man sagt, warum kann einer besser klettern und ein Affe fragt einen Elefant, warum kannst du nicht klettern? Okay, dann kann man es verstehen. Aber bei Menschen, wir haben alle einen Kopf, zwei Arme. Warum sind Leute, die dumm sind, keinen hohen IQ haben, sehr reich, erfolgreich, glücklich und zum Teil Professoren an der Uni verdienen Grundgehalt? Es ist nur der Kopf. Nur. Wenn ihr mir jetzt zuhört, nee, das stimmt nicht. Ja, dann ist das der Grund. Weil es stimmt. So, und das kannst du bei allem. Egal, was willst du? Boxen lernen? Erstmal denkst du, ich will Boxen lernen. Ich will es lernen. Dann gehst du hin, dann trainierst du jeden Tag. Genauso mit Geld verdienen, tolle Beziehung. Ich will tolle Beziehung haben, ich will finanziell frei werden. Was mache ich? Ich lerne es jeden Tag. Ich hole mir den besten Trainer und lerne es jeden Tag. Das ist der Grundsatz. Kann jeder. In was investiere ich zurzeit? Und ja, ich war gestern auch wieder shoppen. Im Bonusvideo, im Matrix-Prinzip habe ich es erklärt, so die Grundsätze. Aber erstmal das Wichtigste, so um hier das kurz zu sagen, die Diversifikation. Verteilt sein. Die Grundsätze für finanzielle Freiheit sind sehr einfach. Spart mehr Geld, als ihr verdient, dann investiert es richtig in Sachen, die euch mehr Geld bringen. Das ist ganz einfach. Nicht einen Gucci-Pullover kaufen, der bringt euch weniger Geld, in Sachen, die mehr bringen. Und jeder, der das sieht, denkt als erstes so, ja, aber der Zug ist ja jetzt abgefahren, Amazon, Apple habe ich verpasst. Wusste ich 1997 nicht. Der Markt wird viel krasser. Es wird viel mehr Firmen geben als in der Vergangenheit, die die neue Technologie nutzen werden. Alles wird sich ändern. Gesundheitswesen, wie wir Auto fahren, wie wir online uns bewegen.
Es wird Firmen geben und gibt es jetzt schon. Die werden viel krasseren Gewinn haben als Amazon und Apple. Es wird sich alles ändern. Und das seht ihr ja kommen. Es kommt ja schneller, als man das gedacht hätte. Und deswegen ist das Wissen so krass. Und wenn ihr nur mit ein bisschen Geld zur Seite gelegt, nebenbei einfach in 10 Jahren, ihr wisst gar nicht, was da für Potenzial ist. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und in 10 Jahren werdet ihr dann sagen, was hat dieser Glatzkopf nochmal gesagt? Ja, hätte ich das damals gewusst. Tja. Wo ist deine Frau? Was tun Schilddrüsenunterfunktion? Also wer mein Jod-Video noch nicht gesehen hat, das ist fahrlässige Tötung an einem selbst, kann ich nicht sagen. Und zu Blasenentzündung habe ich auch schon ein Video. Warum mache ich eigentlich die Videos? Warum? Warum? Affiliate-Marketing hat sehr viele Vorteile, weil ihr braucht nicht mal ein eigenes Produkt. Das ist Empfehlungsmarketing. Habe ich extra eine ganze Videoreihe zu gemacht, könnt ihr umsonst daran verdienen. Das ist der kleinste Einstieg in diese Online-Welt. Wärst du eine Frau, wie würdest du verhüten? Was ist das für eine sexistische Frage? Willst du jetzt sagen, ich bin ein Mann? Woher weißt du das genau? Also ich habe ja vorhin einen Bericht gesehen, jetzt wird in Amerika nicht mehr am Ende Amen gesagt, also Amen, so, sondern A man and a woman. Wir sind in so einer kranken Welt angekommen. Überleg mal, wie krank. Es sind schon Ampeln abgeschafft worden, weil man da einen Mann drauf sieht und dass es neutral ist. Das Ziel langfristig ist, dass es zwischen Mann und Frau keinen Unterschied mehr gibt. Das ist das Ziel. Genderorientierung, so werden Kinder in der Schule schon umgepolt, habe ich alles berichtet. Es ist krank, weil ihr seht ja, die Scheidungsraten explodieren. Es ist nicht gut, weil Mann und Frau sind unterschiedlich. Hallo. So, aber die versuchen, die ganze Welt zu zerstören. So, und die sagen euch, ihr könnt nicht frei werden, ihr werdet alles, was sie machen, ist, damit ihr keine guten Beziehungen habt, damit ihr nicht frei werdet, damit ihr ausgebildet seid, um für jemand anderes zu arbeiten, wie ein Sklave. Das ist Sklaverei. Punkt. Und noch schlimmer, im Kopf, sodass ihr denkt, nö, ich verteidige das System. Es ist die Sklaverei. Punkt. Guckt das Video Sexualisierung der Kinder. Es ist zu krass. Okay, zur eigentlichen Frage zurück. Ich habe ja ein Video über die Pille. Das ist noch nicht. Ich habe noch, glaube ich, 40 Videos oder so. Die muss ich noch hochladen bei ChupChup. Aber es ist sehr, sehr bald in den nächsten Tagen wieder online und da erkläre ich ganz genau, wie man verhüten kann und sich trotzdem vor der Pille schützen kann. Weil das Risiko, eine Thrombose zu bekommen, auch in jüngeren Jahren, ist akut da. Auch wenn eure Ärzte euch das nicht sagen, es ist krass. Jeden Tag sage ich euch, ihr sollt das Jod-Video gucken. Jeden Tag kriege ich 50 Fragen. Warum eigentlich? Warum guckt ihr das Video nicht eigentlich? Ich kann das nicht mehr verstehen. Standen bei dir noch andere Länder zur Auswahl? Ja, Südspanien, da habe ich schon mal gelebt. Fand ich auch toll, aber Steuersituation ist nochmal anders. Wetter ist sogar noch besser in Dubai. Und die Ausbildung der Kinder auch, die wirtschaftliche Lage und so weiter. Musste ich damals zur Bundeswehr. Ich bin da sehr, sehr gut drum herum gekommen. Also ich habe das wirklich Jahre herausgezögert, weil ich dann einen Profivertrag hatte. Die sind mir wirklich überall, wo ich gespielt habe, hinterhergekommen. Ich musste mich da zur Musterung und so. Habe ich so lange rausgezögert, bis irgendwann die Regelung war, dass wenn man 23 ist, muss man nicht mehr. Und ich so, yes, ich bin 23. Richtig geil. Genau. Wenn man nur genug Gegenwehr, bei allem, ist immer schwierig. Ich weiß, jetzt schreiben mich wieder 3 Versicherungsmakler an und sagen, nee, Riester-Rente ist aber voll gut. Ich finde es aber voll scheiße. Es gibt so viel bessere Möglichkeiten zu investieren.
Also, ihr müsst wissen, eine Sache lehne ich kategorisch ab. Ich koche nicht. Punkt. Ich gehe essen oder bekomme Essen gemacht, aber ich koche nicht selber. Mach ich, ich will es einfach nicht, ich mach's nicht. Da seht ihr mal, wie stark die Liebe zu euch ist und noch mehr zu euren Kindern, dass sie sich gesund ernähren. Nur für eure Kinder habe ich die ganzen Kochvideos auf YouTube gemacht. Nur dafür. Wie haben mich die Lehrer früher eingeschätzt? Bin auf St. Pauli groß geworden. Migrationshintergrund. Genauso wie ihr alle eingeschätzt werdet. Also bei mir war es kriminell oder Knast oder drogenabhängig. Hier. So, meine Freunde, war schön mit euch. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Ich will noch ein paar Videos über die Börse angucken, Aktien, Wissen reinprügeln. Jeden Tag prügel ich Wissen in meinen Kopf über alles. Alles das, was ich hier reinlabere, den ganzen Tag. Deswegen gucke ich jetzt gleich Videos. Ich habe heute schon eine Stunde Videos intus. Sehr interessante Entwicklung da, was da alles passiert. Erkundigt euch, meine Freunde, okay? Ansonsten macht das Matrix-Prinzip, da ist alles kurz gefasst aus 20 Jahren. Weil das werdet ihr da draußen nicht lernen, wie ihr wirklich frei werdet, finanziell frei, emotional frei. Das lernt ihr da draußen nicht, okay? Das sind die 20 Jahre und das sind 1000 Bücher, die hier drin stecken. Und das Wissen, was sich jeden Tag weiterentwickelt, wie jetzt auch. Also bis später.